Agrarökologie. Erklärt für Kinder. Eltern dürfen auch schauen. Agrarökologie. Agrar gleich Landwirtschaft, Logo gleich Nachdenken, Öko gleich das Haus, mit anderen Worten die Erde. Es ist Landwirtschaft, Arbeiten mit der Natur. Im Gegensatz zur Agrarindustrie, was eine Landwirtschaft ist, die so viel herausholt wie möglich. Wie funktioniert Agrarindustrie? Natürliche Ressourcen werden intensiv in großen Dimensionen ausgebeutet. Es müssen einheitliche Produkte in Massen erzeugt werden, was gegen die Natur der Lebewesen ist, denn die sind unterschiedlich und können sich an ihre Umwelt anpassen. Für die industrielle Produktion nimmt man eine Art und macht sie für immer einheitlich, um Massen von extrem gleichen Pflanzen zu erzeugen, die nicht ohne chemische Düngemittel und Pflanzengifte überleben können und als Saatgut heute von riesigen Konzernen verkauft werden. Das hat Bauern von den Hütern der Erde zu Ausbeutern der Erde gemacht. Die weltweite Landwirtschaft sieht überwiegend so aus: Patente, Aktien und Kapital, Abhängigkeit von Chemie und Lobbyisten, die die Profite einstreichen. Das ist schrecklich. Glücklicherweise war dies früher. Heute ist das agrarindustrielle Modell völlig out. Weil wir alle die einfache Erkenntnis haben, wir haben keinen zweiten Planeten. Deswegen wechseln wir zur Agrarökologie. Wir produzieren unsere Lebensmittel mit der Natur und nicht gegen sie. Deshalb unterstützen und schützen wir die Artenvielfalt als die Ressource, die Bauern hilft, Pflanzen zu schützen und zu ernten. Eine hohe Artenvielfalt mit lebendigen Böden, Insekten und vielen anderen Nützlingen enthält die Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit auch in Zukunft, indem man mit der Natur arbeitet. Und glücklicherweise, als wir die Regeln in Richtung Agrarökologie verändert haben, sahen wir, es funktioniert. Und es bringt eine Vielzahl schöner Arbeitsplätze und neuer Existenzmöglichkeiten mit sich. Biodiversität bringt den Bauern ein gutes Auskommen, indem natürliche Prozesse unterstützt werden. Nicht nur an einem Ort, sondern in jedem Land. Das ist Realität für uns und für andere auch. Aber damit dies passiert, müssen wir aufhören, Monokulturen und Massenprodukte herzustellen, die von Chemie abhängig sind. Und sie ersetzen mit einer nachhaltigen Landwirtschaft, die die Natur respektiert, Menschen gesund ernährt und an den Klimawandel angepasst ist. Das ist eine schöne und effiziente Weise, alle Menschen zu ernähren. Agrarökologie ist mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Zusammenarbeit mit der Natur und anderen Menschen.